Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe gerade den Speedtest gemacht, den Dezibeltest der PS4 Pro, alt und neu, und habe mir gedacht, weil das wir gleich bearbeiten, es wird Zeit für mein Fazitvideo, also für das erste Fazitvideo der Socken. Ich habe dieses Paar Socken jetzt angehabt, ich glaube 7 Tage waren es, musste dann abbrechen, weil meine Frau und meine Tochter gesagt haben, das ist besser, wenn wir das denn doch nicht mehr weitermachen. Aber die stinken nicht doll. Ich habe auch schon die nächsten an, also es wird nochmal ein Fazit kommen. Ich habe jetzt die blau-grauen an. Wie gesagt, 7 Tage, und ich muss sagen, außer dass die Sohle so ein bisschen verfärbt ist, ich weiß nicht, das seht ihr jetzt nicht so wirklich, logischerweise durch ein bisschen Dreck vom Schuh, stinken tun sie jetzt nicht. Sie haben so einen leichten, ganz, ganz leichten Geruch, aber wirklich nur minimal nach 7 Tagen. Und ich habe die wirklich 7 Tage extrem getragen. Auch den Tag, wo ich mit meiner Frau im A10-Center war, wo wir die ganze Zeit zu Fuß unterwegs waren, von früh um 8 war ich in der Schuhe bis abends um 19:30 Uhr, und dann habe ich ja hier zu Hause die Quarks immer an, und da stinke ich, da habe ich auch meinen Fußschweiß drin, aber es riecht nicht, also wirklich nur minimal, ganz minimal. So, also wenn ich nicht wüsste, dass ich die jetzt 7 Tage an hatte, würde ich sagen, ich habe die vielleicht einen halben Tag mal angehabt oder so, würde ich jetzt so grob sagen. Und ihr seht, die sind auch nicht hart oder so, die sind immer noch komplett weich. Viele haben gesagt, oh, die ist hart, die sind hart, die kann man denn in der Ecke stellen? Nee, gar nicht. Also auch hier, die Sohle ist alles weich, also da ist nichts hart. Nicht verkrustet vor Dreck. Ja, die waren jetzt einfach ganz normal. Hier stand auch nicht links und rechts drauf. Die sind einfach, zieht man an und fertig ist. Man muss ein bisschen aufpassen beim Anziehen, weil die ein bisschen eng sind. Die sollen so sein, die stützen halt an verschiedenen Enden. Bei den blauen, die ich jetzt anhabe, da steht sogar, kann man das sehen, hier vorne, da ist ein Kreis, da steht rechts und links. Und hier sieht man ja auch, wo ist das hier? Hier so diese Linie, und die geht ja hier so lang, und ja, da ist schon eine Quälerei, teilweise ein bisschen rinzukommen. Aber wenn sie immer an sind, echt sehr, sehr bequem. So, das soll es jetzt erstmal soweit zum Fazit gewesen sein. Ich werde die auf jeden Fall noch weiter testen. Ich weiß nicht, ob vielleicht lasse ich die blauen jetzt auch mal so 6-7 Tage angucken, ob da sich irgendein Unterschied ergibt. Also ich werde es versuchen, ich kann aber nicht garantieren, weil ich habe eine Frau. Und jeder, der eine Frau hat, weiß, wie das ist. Aber ich bin echt beeindruckt. Ich hätte jetzt gedacht, nach 6 Tagen, 7 Tagen, nee, warte mal. 8 Tage so, ja. 8 Tage getragen, dass die irgendwie stinken. So richtig, ich weiß ja, ich kann richtig Schweißmauken haben, wenn ich in den Quarks barfuß unterwegs bin, dann stinken die schon immer ganz schön, aber hier gar nicht. Leicht, minimal leichter Geruch, aber wirklich so, als wenn ich es einen halben Tag mal anhatte oder so. Mehr nicht. Also ich bin da echt beeindruckt. Und vor allem vom Tragekomfort bin ich sehr begeistert. Die sind ja, wie gesagt, ganz normal, ein bisschen enger, und die blauen, die haben ja dann noch so Stützdinger drin, die sind extra anders genäht und so. Die sind ja auch für Läufer und so geeignet. Also vom Tragekomfort sind die wirklich erste Sahne. Aber wirklich erste Sahne, da kann man nicht meckern, die sind wirklich klasse. Auf jeden Fall eine Empfehlung wert, einen Daumen hoch. Den Shop werde ich euch in die Videobeschreibung verlinken. Wie gesagt, ich werde die jetzt noch weiter testen. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Meine Frau ist froh, dass das damit vorbei ist. Sie weiß noch nicht, dass ich die anderen jetzt auch mal testen will. Ja, mal gucken. Es kann sein, dass ich nicht darf. Es kann aber auch sein, dass sie sagt, die Hälfte der Zeit, oder mach doch, oder ich weiß es nicht. Aber ich glaube eher, dass sie dann sagt, 2-3 Tage ist okay, und dann kannst du aber auch aufhören. Mal gucken. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich werde mein Bestes tun. Ich würde mich dann hier verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Video, im nächsten Video. Bis dahin, haut rein, ahoi. Das hat euer Odin.